Moin moin, ich bin's, euer Flappy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor längerer Zeit habe ich ein Video von NoAim angeguckt, wie er Gurkenwasser mit Mayonnaise löffelweise getrunken hat. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eine gute Idee für eine Flappy-Challenge. Also bei dieser Challenge geht es darum, dieses leere Gurkenglas voll mit Gurkenwasser zu füllen und das dann mit Mayonnaise zu mischen und das dann zu versuchen auf Ex zu trinken. Ich habe hier ein leeres Gurkenglas. Das werde ich gleich mit Gurkenwasser füllen. Mal schauen, wie viel Gurkenwasser ich benötige, um dieses Glas voll zu kriegen. Aber bevor ich das Gurkenwasser reintue, werde ich erstmal diese beiden Päckchen Mayonnaise da hinzufügen. Das sind insgesamt 34 Milliliter oder 34 Gramm. So. Das erste Päckchen Mayonnaise geht rein. So, diese Packung dürfte leer sein. Auf in den Müll. So, das zweite Päckchen ist leer. So, jetzt machen wir ein Gurkenglas auf. Bisschen wenig Platz habe ich hier. Ich stelle mal kurz mal zwei Gurkengläser nach unten hin. So. Erstmal muss ich den Vakuumverschluss irgendwie aufkriegen und das geht nur mit Messer. So, kriege ich das jetzt schon? Ja. So. Gurkenwasser umfüllen. Das wird schwierig. So, das erste Glas wurde vom Gurkenwasser befreit. Nun das zweite Gurkenglas öffnen.
So, zwei Gurkengläser habe ich gebraucht, um dieses Glas hier mit Gurkenwasser fast voll zu kriegen. Ein drittes Glas werde ich jetzt nicht aufmachen, denn das wäre ja Gurkenverschwendung. So, nun rühren wir das mal um. So, das sieht schon richtig eklig aus. Und das sieht auch ganz schön viel aus, für dass man das wegächzen soll. So. Mal schauen, ob ich das schaffe, auf Ex zu trinken. So. Das flockt auch ganz schön. So. Ich werde es definitiv nicht schaffen. Dafür ist es einfach viel zu viel. So, mal schauen, wie viel ich davon wegexen kann. So, und es geht. Wartet noch. Los. Boah. Das war jetzt aber schwach von mir. Das war eine richtig schwache Leistung von mir. So. Mal schauen, ob ich es weiter schaffe, auszutrinken. So, das zweite Mal musste ich absetzen. Boah. Also ich muss sagen, es hat einen guten Geschmack eigentlich, aber es ist einfach viel zu sauer. Boah. So, jetzt nehme ich das mal noch mal zum dritten Mal. Das dritte Mal musste ich jetzt absetzen. Wow. Das ist echt sehr schwierig. Also wer das schafft, so ein ganzes Glas wegzuexen, der hat meinen Respekt. Mir wird ein bisschen schlecht davon. Und ich muss sagen, so das, was sich von der Mayonnaise an der Oberfläche gebildet hat, das sieht schon ziemlich eklig aus. So, ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie sehen könnt. So, das hat sich alles an der Oberfläche gebildet. Hier so das Weiße.
So, diese Challenge ist definitiv gescheitert. Ich würde das ja gerne noch ein bisschen weiter trinken, aber mir ist jetzt gerade sowas von schlecht. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich werde 5 Leute nominieren, das auch zu versuchen. Ich nominiere Gurkensohn, Noaim, Ramses der Dicke, Kanal Phänomenal und Natururin. Mal schauen, ob die es besser hinkriegen als ich. Also diese Challenge habe ich ja sowas von gefailt. So, das war's jetzt auch von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video dennoch unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.